Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Plays. Satisfactory. Ich wollte gerade irgendwie Civilization sagen, weil ich an Dings gedacht habe. An Cities. Aber das ist es nicht, es ist Satisfactory. Und ich würde einfach mal sagen, du kannst weg, so wie ihr hier auch. Du hast noch gut was drin. Und dann würde ich einfach mal sagen, der ist noch leer. Packen wir das da rein und das daran. So, jetzt kann das hier durchschießen. Und hier haben wir gerade 2000, hier hatten wir mal 3450. Naja, mein Ziel für die heutige Folge ist es ein bisschen mit Phase 2 weiter voranzukommen. Und dafür möchte ich ein bisschen Hand anlegen. Wir haben ja bereits angefangen, hier die Statore zu machen. Für die automatischen Kabel. Aber wir kennen uns nach wie vor die Stahlrohre und das Stahl. Ah, nicht so weit. Warte mal, habe ich hier vielleicht sogar. Ja. Hallo? Ah, jetzt. Ich habe hier nur Stahlträger. Das Eisenerz kann ich mal aussortieren. Nee, ich habe hier keinen Stahl. Dann holen wir uns mal welchen. Und ich bin immer noch dabei, am Überlegen, wie wir das hier machen. Aber ich denke mal, mit den Etagen wird das schon ganz gut sein. Ich muss halt nur schauen. Okay, hier kriege ich nicht viel zusammen. Hier hinten geht einiges hin. Aber was denn das benötigt? Auch Stahlträger? Ich mache euch hier hinten schon Stahlträger. Okay. Da stand ich mal auf dem Schlauch. Dann würde ich einfach mal die Produktion hier umstellen auf die Stahlrohre. Dann machen wir davon nämlich auch schon mal ein paar. Und das Gute ist, wenn hier die Stahlrohre rauskommen und wir ja das hier eh umbauen, dann können wir das Ganze hier. Ja, nehme ich mir einfach die 16. Was brauche ich noch? Kabel.
kann hier runter. Ja, nicht so weit. So, weil wir haben ja das. Und Stahlrohre, also ein Fabrikator. Hierhin. Kann ich das da anschließen? Und das da. Geht zwar jetzt kreuz und quer. Und das hier ist nicht richtig. So, jetzt sieht's gut aus. So, dann bekommst du noch Strom und stellst mir Statore her. Und diese Statore müssen dann verbunden werden. Wo ist es? Da. Mit 20 Kabeln. Das heißt, ich brauche noch einen Fabrikator. Wo ich den anschließe. Und gleichzeitig, weil ich es einmal kann, das hier. Du brauchst mir die automatische Verkabelung. Du bekommst auch deinen Strom. Dann muss ich einmal hier nach vorne. Und dann kann ich das sogar gleich schon. Auch wenn es jetzt querbeet ist, aber wir werden ja umbauen. Da wird das alles dann schön schick gemacht. Und da hinten kommen sie auch schon angefahren. Ein Fernglas wäre nicht schlecht. So eine Zoom-Option. Gut. Da das läuft, was wesentlich schneller ging, als ich gedacht habe. Dann war schon die erste. Ich glaube, das Problem sind dabei die Kabel. Nee, einfach die Konstruktionsgeschwindigkeit. Die Kabel fällt ja so schnell auf. Das ist gut. Dann würde sogar ein Stufe 1 Förderband reichen für die aktuelle Produktionsgeschwindigkeit. Und dann habe ich es eher an den Statoren.
Naja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Packe ich das hier noch rein und... Okay, das geht nicht. Dann werde ich einfach mal... runtergehen. Perfekter Sprung. Und mir hier raus. Das nehmen. Und dann kann ich das Ding hier hinten schön beschleunigen. Aber vorher möchte ich mal kurz schauen. Ja. Gerade mal ein Konsum von nicht mal der Hälfte. Klar, maximal 924 Megawatt. Aber erstmal müssen wir es jetzt wieder zu einem Stromausfall bringen. So, jetzt braucht er 125 pro Minute. Da sollte es nicht mehr hinterherkommen. 6,25. Du machst 5. Also jetzt würden die Statoren nicht hinterherkommen. Aber das muss auch erstmal geschehen. Gut. Das wäre erledigt. Wie sieht es hier mit Eisen aus? Das geht hier ja schon hoch. Wird hier umgeleitet. Brauchen wir auch noch da oben. Also da hinten, nicht da oben. Ah ja, wo kam ich ja hier über die Leiter? Da hinten sieht man, wie die FPS runtergehen. Auch schön. Ne, Barren werden da unten produziert, das ist richtig. Die müssen hier hoch und hier werden sie verarbeitet. Und da unten haben wir dann unsere Schmelzanlage. Und hier gehen die Platten dann auf die nächste Ebene. So hatten wir es ja geplant. Genau, und hier würden sie dann weiter verteilt werden. Habe ich mich gerade kurz erschrocken. Menü. Game Day. Finde ich auch schon. So ist der Ton eher rechtslastig. Und so haben wir das Ding. Ist ja irgendwie eine Third-Person-Ansicht. Hier Tastenbelegung. Sekundäraktion auf der Maustaste. Gibt's gar einen Ping. Baumenü. Mantieren ist F. Chat ist Enter. Emotions. Codex, Schnellsuche, Customizer. Spezifische Multiselect-Demontage umschalten. Daumentaste. Ah, mit der Daumentaste kann ich jetzt nur die Felder anwählen, während das hier alles macht. Na, sehr cool.
Na gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich wollte. Ah ja. Schon wieder falsch rum. Grün ist raus, orange ist rein. Es ist andersrum. Ah ne, das ist ein Fusionator hier. Ups. So. Oder wenn ich 48 Slots, das kann ich später erweitern. Damit habe ich zumindest schon mal ein Plattenlager. Da unten, das läuft, das ist gut. Au. Au. Ein Hoch auf das Exoskelett. Ohne das hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht überlebt. So, baue ich einfach das hier nochmal auf. Keine Eisenplatten. Halt. Wir haben ja doch welche. Das war ein Bass. Halt, hier waren wir richtig. Ah, das ist falsch. So will ich das haben. So, Eisenplatten. Dann den hier. Okay. Ich glaube, den Fusionator habe ich irgendwie ein bisschen falsch platziert. So. Dann nur noch
Den hier hin. Mit Draht. Toll. Klingt ein bisschen nach Danger Zone. Aber gut. Wir sind ja nicht hier, um über Musik zu diskutieren, sondern um produktiv zu sein und weiterzubauen. So, das sollte reichen. Okay, die intelligente Verkabelung. Oder automatische Verkabelung, wie auch immer. Bleibt gut. Ups. Und schon funktionieren auch die. Und damit haben wir mehr Platten, die wir produzieren. Aktuell haben wir hier einen relativ geringen Durchfluss. Ich würde mir auch irgendwie gerne die Infos zu dem Förderband anschauen, aber gut. Kann man vielleicht später. Aber jetzt haben wir hier einen höheren Durchfluss. Und dann werde ich den hier mal wegnehmen. Bei den haben wir ja oben. Genau, hier wird alles eingelagert. Perfekt. Gleiches Spiel käme jetzt natürlich dann noch mit Schrauben und ähnlichem. Frage ist halt nur, wie machen wir. Müsste es wahrscheinlich, also ich bin immer noch da, ich kann mich ja immer noch bewegen. Mal schauen wir mal hin auf den schönen Wasserfall. Ich überlege halt nur gerade, die Schrauben könnten wir ja hier dahinter bauen, beziehungsweise davor. Problematisch wird es dann nur, wenn wir es weiter zur Seite erweitern. Je nachdem, wie groß es halt wird. Ich würde einfach sagen, wir machen es folgendermaßen. Für Schrauben, Stangen und ähnliches. Okay, Schrauben müsste ich halt dort oben produzieren, weil das ist ja ein weiterentwickeltes Objekt. Also, nee, in dem Sinne, aber es wird halt nicht aus Barren gemacht. Das ist halt das Problem an Schrauben, die werden so aus Stangen gefertigt und damit hat sich die Sache für alles schön hier unten aufbauen und immer stufenweise höher gehen.
würde ich einfach sagen. Wenn du mir Stangen machen sollst. 15, 15. Wären also 4. Und dafür ein Kabel. Kabel, nicht Turbodraht. Hier sind doch Kabel. So, 4 Stück davon. Das hier. Das. Damit haben wir hier die Eisenstangen schon mal. Dann hätte ich gerne das Ding. Ja. Dann einmal hier hoch. Damit haben wir hier die Stangen, wenn sie denn mal ankommen. Naja. Da müsste ich vielleicht mal noch was anschließen. Ups. Da müssen wir wohl noch mal hoch. Denn dadurch, dass es auch 15 sind, raus kann es eigentlich immer gleichmäßig. Das muss ich nicht so zusammenführen. Aber ich mach's trotzdem. Förderbänder ran. Fertig. So, 1 Meter. Dorthin.
Fusionator. Dahin. Und... ja. Jetzt fehlen mir die Stangen. Oh. Naja. Warte mal, wir produzieren hier doch Stangen. Schnapp ich mir hier einfach welche von. Jetzt ist das Ding falsch rum. So, MK1. Will ich das irgendwie noch schaffen, auch wenn die Folge dann ein, zwei Minütchen länger wird. Ah, schon wieder verkehrt. Da geht's rein, also kommt es von hier. Schon wieder verkehrt rum. Langsam geht's mir auf den Sack. Menü öffnen wir R. Jetzt nur noch anschließen. Für Stangen. Und ich habe schon wieder falsch gebaut. Runtergefallen, weil ich mich nicht weit genug gedreht habe. Oh, weil das hier falsch angeschlossen ist, geht's nicht. So. Leiter hoch. Komm, bin schon bei 35 Minuten. Passt. Warte mal, was habe ich hier überhaupt angeschlossen? Eisenstangen. Ja, die kommen hier raus. Warum macht der nichts? Ah, weil ich hier noch nicht gefunden habe. So. Und damit haben wir Stangen und ich verabschiede mich für diese Folge. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst bitte ein Like da. Es hilft immer.
nicht nur mir, sondern auch dem Algorithmus für euch zu finden, wonach ihr sucht. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss.